Moin, wir beschäftigen uns heute mit Zinseszinsen. Zinseszinsen sind die Zinsen, die es für Zinsen gibt. Ein toller Zungenbrecher, aber auch ein spannendes Thema. Denn offensichtlich wächst mein Geld dann nicht einfach linear, dass ich immer ein bisschen mehr Geld anhäufe, sondern es wächst sogar exponentiell. Also das Wachstum selber wächst noch einmal. Denn ich bekomme zuerst Zinsen und dann bekomme ich Geld für mein Geld und für die Zinsen und darauf bekomme ich Geld für mein Geld und die Zinsen und Zinsen für die Zinsen. Und so geht das immer weiter. Ja, natürlich nicht endlos, denn irgendwann hört das Universum auf zu existieren oder vielleicht etwas früher der Besitzer stirbt. Aber wir können uns hier heute auch mal einen sehr spannenden Fall anschauen. Was wäre, wenn? Aber zuerst ein aktives Beispiel, also etwas, wie es auch in einer Prüfung vorkommen könnte. Und da ist vielleicht die Aufgabe, der Max legt Geld für 5 Jahre an. Und zwar ja, zu einem gewissen Prozentsatz. Ihr hört dann auch, wie viel Geld das ist und so weiter. Und ihr sollt sagen, wie viel Geld hat er denn nach 5 Jahren? Dann habt ihr natürlich zwei Möglichkeiten. Ihr könnt das natürlich rekursiv bestimmen. Rekursiv bedeutet, ihr bestimmt erst nach einem Jahr, wie viel Geld er hat, und daraus ermittelt ihr, wie viel Geld hat Max nach 2 Jahren. Und ihr macht immer wieder denselben Prozess. Das heißt, mit Dreisatz ausrechnen, wie viel Geld hat er im nächsten Jahr. Das macht ihr eben, bis ihr beim 5. Jahr seid und dann seid ihr fertig. Schöner wäre es natürlich, wenn man das Ganze in einem Schritt machen könnte. Und das wiederum geht natürlich, aber dazu brauche ich dann eine Formel. Das soll jetzt mal so eine Formelsammlung sein. Die sollte man im besten Fall sogar auswendig können, selbst wenn ich eine Formelsammlung habe, weil es dann heißt, dass ich sie verstanden habe. Denn eventuell muss ich da auch mal etwas umstellen oder die Aufgabe wird doch ein bisschen anders als gedacht. Sehen wir uns alles noch an. Aber beides geht. Das Rekursive erkläre ich hier nicht genauer. Sollte klar sein. Das heißt, einfach immer schön nacheinander arbeiten. Wenn in der Aufgabe vorkommt, bestimmen Sie die Zinsen nach 2 Jahren, dann ist das vielleicht sogar schneller. Ja, ich bestimme einmal die Zinsen nach einem Jahr und dann mache ich das gleiche nochmal und bin beim 2. Jahr. Wenn es aber heißt, bestimmen Sie die Zinsen nach 10 Jahren, dann ist das ein ziemlicher Aufwand und die Chance, dass ich mich dabei verrechne, ist auch relativ hoch. Da würde ich das definitiv mit der Formel machen. Ja, ich rede immer über die Formel. Was hat es denn mit dieser Zinseszinsformel auf sich? Schauen wir sie uns doch einmal genauer an. Und da sehen wir auch, die sieht gar nicht so schlimm aus. Ich sage dabei immer, was die Zeichen heißen. Ihr könnt natürlich auch andere Zeichen verwenden. Darum geht es ja nicht. Also, das Kapital nach n Jahren ist gleich das Kapital, mit dem ich starte, also nach 0 Jahren, mal, Klammer auf, 1 plus p. P ist hier mein Prozentsatz, also zum Beispiel 3% oder was auch immer ich gegeben habe. Prozentsatz und Prozentwert kann man leicht verwechseln. Prozentsatz ist also das, stellt euch vor, das steht in der Satzung, also in der Regelung, da steht drin 3%. Und der Prozentwert ist dann das, was, ja, wie viel das wert ist. Wert, das klingt ja schon nach Euro. Zum Beispiel sind diese 3% 7 Euro. 7 Euro sind dann also der Prozentwert. So, wir waren aber bei der schönen Formel. 1 plus p geteilt durch 100 und das Ganze hoch n Anzahl der Jahre. Das Kapital nach n Jahren ist also gleich das Startkapital mal den Wachstumsfaktor hoch die Anzahl der Jahre. Ist also erstmal nicht schlimm. Wir können damit jetzt direkt ausrechnen, wenn wir zum Beispiel für n 10 nehmen, schreiben wir einfach anstatt vom n die 10 und wissen sofort, wie viel Geld haben wir nach 10 Jahren. Also eigentlich was ganz Schönes, schreckt aber viele ab,
dadurch, dass es eben exponentielles Wachstum ist, also so ein kleines n obendran, sieht ja gar nicht mal so einfach aus. Wir können das Ganze natürlich auch als Funktion schreiben. Wer lieber mit Funktionen arbeitet, schreibt dann f von n. Ihr könnt auch f von x schreiben, aber das n ist halt sehr typisch für Zeit. Ja, und hier geht es ja zum Beispiel um Jahre. F von n ist gleich k. Also bei Funktionen nimmt man einfach standardmäßig Kleinbuchstaben, daher hier ein kleines k fürs Kapital, mit dem ich starte, mal 1 plus p durch 100 hoch n. Ist also letztendlich nicht anders. Wir können uns auch immer für diese Funktion, also für die Zinseszinsen vorstellen, das ist einfach eine Funktion, eine Exponentialfunktion, ja, also eine, die so wächst und entsprechend einsetzen. Ja, zum Einsetzen, das machen wir doch einfach mal. Wir haben jetzt folgende Aufgabe mit dem Max. Und zwar erzählt uns Max Folgendes. Der gute Max hat 200 Euro und die legt er an für 10 Jahre. Und er bekommt bei seiner Bank, weil das eine ganz tolle Bank ist, wie sie heute nicht mehr existiert, da bekommt er 5%. So, okay, was ist jetzt was? Das Startkapital, ich nehme jetzt mal die obere Formel, ja, das ist so die geläufigere. Das Startkapital K0 sind die 200 Euro. Ist immer gut zu erkennen, das ist eben das, womit ich auch wirklich beginne. Und der Max, der hat einfach ins Leben oder wohin auch immer mit 200 Euro gestartet. Dann die Anzahl, also die an Jahren, die Zeit, das sind hier natürlich 10 Jahre, das ist unser n. Ja, und dann bleibt dir nur noch das p übrig, offensichtlich hier 5%. Soweit, so gut. Damit können wir das Ganze also ausrechnen. Und jetzt noch was, was das Ganze wirklich ein bisschen schöner macht, wenn ich es hinschreibe. Ein kleiner, ja, fast schon kleiner Trick. Also das Kapital nach 10 Jahren ist gleich 200 Euro mal, und jetzt diesen seltsamen Bruchterm 1 plus p durch 100, da könnt ihr immer Folgendes schreiben. Also wenn ich das ausrechne, kommt das auch raus. Ist jetzt keine Zauberei. 1, und nach dem Komma kommen jetzt die Prozente. Procento, also Hundertstel. Das heißt zum Beispiel hier 5% ist 0,5. 17% wäre nach dem Komma 1,7. Und 85% wäre 0,85. Ja? Also 1,05 und das Ganze noch hoch 10. Also, wir haben 200 Euro, die werden mit dem Faktor 1,05 größer. Der ändert also nicht viel, sondern der macht das 5% größer. Aber dann passiert das nochmal. 1,05 hoch 10 ist 1,05 mal 1,05 mal 1,05 und das Ganze zehnfach. Ja, und wenn man sich das mal jetzt so anschaut, gar nicht mehr so viele Zahlen, gut zu rechnen, wie ich doch denke. Und der Taschenrechner sagt uns in diesem Fall dann, dass das rund 326 Euro sind. Schaut wieder, auf wie viele Stellen ihr runden sollt. Das ist jetzt eh nur eine Beispielaufgabe. Mir reichen da also die Euro. Ja, wäre es so gewesen, dass es keine Zinseszinsen gibt, das hieße, ich bekomme 10 Jahre immer 5%. Was hieße das denn? Von 200 Euro, das sind 10% 20 Euro, also die Hälfte, 10 Euro sind 5%. Dann hätten wir also 10 Jahre immer diese 10 Euro bekommen. Und das hieße, über 10 Jahre wären das 100 Euro. Das hieße, ohne Zinseszinsen oder sonstiges extra hätten wir 100 Euro gut gemacht, hätten dann 300 Euro. Hier sind es jetzt 326 Euro. Da könnt ihr jetzt natürlich zu Recht sagen, naja, 26 Euro für 10 Jahre. Also die Zinseszinsen, die scheinen ja jetzt nicht wirklich was auszumachen. Und naja, das liegt eben daran, dass Exponentialfunktionen exponentiell wachsen. Hier zum Beispiel habe ich eine eingezeichnet.
die hat im Vergleich zu einer linearen Funktion kaum hier einen Unterschied, wächst sogar erst langsamer. Aber wenn ich mal rauszoome, sieht das Ganze schon anders aus. Mit zunehmender Zeit werden sie immer extremer. Und daher ein schönes Rechenbeispiel. Wir nehmen mal den guten Jesus und sagen wir, Jesus wäre jetzt Wirtschaftsfachmann gewesen und der hätte Folgendes gemacht. Jesus hat damals schon einen Euro besessen. Also in unserem Beispiel, ja. Ein Euro. Und er findet eine ganz tolle Bank, eine ewige Bank, die gibt es heute noch. Und dort kann er das zu 5% anlegen. Und heute noch, das heißt gestorben vor relativ gut 2000 Jahren, kommt gerade ganz gut hin. Das heißt Laufzeit 2000 Jahre. Gut, soweit wissen wir jetzt die Grundfakten. In der Zeit gibt es natürlich Inflation. Inflation bedeutet, vor allem durch das Drucken von Geld wird es weniger wert. Das vernachlässigen wir jetzt mal. Wir wollen ja einfach sehen, wie enorm wächst so etwas. Also das erste Jahr können wir nochmal so bestimmen. Er hat 1 Euro, 5% davon sind 5 Cent. Das heißt, nach einem Jahr hat er 1 Euro und 5 Cent. Ja, klar. Und wir könnten jetzt eben rekursiv mit 1,05 Euro wieder ausrechnen, wie viel sind davon 5% und so weiter und so fort. Und das bis zur 2000, das dauert ein bisschen, wollen wir nicht. Daher nehmen wir doch direkt mal die Formel und schauen, was da rauskommt. Also, das Kapital nach 2000 Jahren ist gleich das Grundkapital, 1 Euro, mal 1 plus p durch 100. Und ich habe ja schon gesagt, wie ich das immer aufschreiben würde, in der Kommaschreibweise. Also 1, und jetzt 0,5. Ja, 5% ist 0,5. Hoch die Anzahl der Jahre. 2000. So, und das dürft ihr gern mal selber eingeben, weil ihr mir das wahrscheinlich sonst nicht glaubt, was da rauskommt. Also wenn ihr auf Pause klickt und das jetzt macht, ich mache jetzt weiter. Und ja, da kommt eine wahnwitzige Summe raus, die so groß ist, dass ich jetzt mal versuche, sie sinnvoll zu runden. Und zwar 2,39 mal 10 hoch 42 Euro. Ja, und es ist immer wahnsinnig toll, wenn man in Mathe irgendwelche Zahlen hat, unter denen man sich gar nichts vorstellen kann. Also diese 10 hoch 42 heißt erstmal, ich müsste das Komma noch um 42 Stellen nach rechts verschieben. Wenn wir mal das mit dem Komma dort weglassen, ist das also eine 2 und dann 42 Nullen. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ob wir da bei Quintilliarden sind oder Septillionen, ich weiß es nicht. Wir probieren das Ganze jetzt also mal praktisch darzustellen. Und das ist auch eine Fähigkeit, die man in Mathe entwickeln sollte. Also wir wollen das jetzt irgendwie mal versinnbildlichen. Was bedeutet diese riesige Zahl? Und da ich Gold mag, hätte wahrscheinlich jeder gern so ein bisschen Gold, da ich das mag, rechnen wir das mal um in Gold. Und da habe ich rausgesucht, also der Tagespreis ist es nicht ganz, aber ein Kilogramm Gold kostet etwa 50.000 Euro. So. Und das heißt, wir können diese ganze Zeile jetzt mal geteilt durch 50.000 Euro rechnen. Dann ist die Zahl nämlich schon mal ein bisschen kleiner und wir wüssten, wie viel Kilogramm Gold könnte sich Jesus kaufen, also wenn er die 2000 Jahre in menschlicher Form überlebt hätte und dann jetzt zu dieser Bank gehen würde und die ohne Inflation ihm das geben würde. Hätte, ja, alles klar. Ist ja auch nur eine Idee. Also geteilt durch 50.000 Euro und dann kommt dort raus ungefähr 4,78. Also bei den ganzen hohen Zahlen ist eigentlich das sowieso irrelevant. Mal 10 hoch 37 Kilogramm Gold. Und jetzt könnt ihr natürlich zu Recht sagen, ja, darunter kann ich mir immer noch nichts vorstellen, aber jetzt habe ich eine schöne Vergleichsgröße gefunden. Und zwar die Sonne hat ein Gewicht
von rund 10 hoch 30 Kilogramm. Also die Sonne wiegt nur 10 hoch 30 Kilogramm. Also würde er zu der Bank gehen, dann müsste sie ihm 70 Millionen Sonnen aus Gold geben. Ja, das ist der Gegenwert für das, was er da angespart hat. Also unvorstellbar, wie stark so exponentielle Funktionen wachsen können. Was vielleicht jetzt nochmal interessant ist, wie man mit so Zahlen umgeht. Letztendlich, das ist natürlich wirklich immer was für den Taschenrechner. Also niemand erwartet, dass man sowas hier einfach so weiß. Aber ja, so funktioniert das Ganze. Letzter Punkt, den wir uns nochmal anschauen wollen. Wie ist es denn, wenn das Ganze umgekehrt abläuft, also eine andere Größe gesucht ist? Und dazu sehen wir uns nochmal die Formeln an. Also was kann sein? Es kann im Normalfall, ist das auch so, das Kapital nach n Jahren gesucht sein. Dann rechne ich einfach das, ne, die Formel aus. Es kann natürlich auch das K0 gesucht sein oder das P. Oder das N. Wenn das K0 gesucht ist, ist das Ganze nicht schlimm. Ihr habt hier eine Gleichung. Ihr setzt einfach alle Zahlen ein, die ihr so habt. Und dann nehmt ihr euer Kn und teilt es durch das, was auf dieser Seite steht. Wenn das P gesucht ist, das ist schon ein bisschen schwieriger, dann muss man die Gleichung erst durch K0 teilen. Ja, dann ist das schon mal weg. Und wie bekomme ich das n weg? Mit der Umkehroperation von hoch n. Und das ist die n-te Wurzel. Ja, und die letzte Variante. Es kann natürlich auch das n gesucht sein. Das ist blöd, denn jetzt können wir nicht die n-te Wurzel ziehen. Das würde das n ja zerstören. Sondern hier müssen wir jetzt den Logarithmus anwenden. Also, das Ganze eignet sich auch, um ein bisschen zu zeigen, wie gut man Umkehroperationen beherrscht. Aber das ist Inhalt für ein anderes Video, wo man mal rein rechnet. Hier ging es jetzt ja nur um die Formel. Ich hoffe, die ist soweit verstanden und ihr könnt damit etwas anfangen. Damit noch einen schönen Tag.